Ach Mo, du bist das. Ich dachte, das wäre das Kaninchen. Uhu. Soll ich den Stuhl mal wegnehmen? Herzlich willkommen zurück in Nevis Gain auf meiner Ferienreise durch Seven Days to Die. Und ja, ich genieße hier gerade den Sonnenaufgang und bin so ein bisschen frustriert, denn ja, meine letzten Aktionen sind leider irgendwie in die Hose gegangen. Und zwar nicht, weil sie hier in Nevis Gain in die Hose gegangen waren, sondern die Aufnahmen haben leider nicht das aufgenommen, was ich aufnehmen wollte. Es hat ein Update gegeben. Ich sage da gar nicht mehr dazu. Aber falls ihr fragt, wieso es hier in Nevis Gain so eine Zombie-Apokalypse und überhaupt eine Apokalypse mit Atomkrieg und allem Drum und Dran gegeben hat, das war also, dass der amerikanische Präsident in seinem Oval Office, da haben sie für das Haussystem ein Update eingespielt. Und er hat normalerweise eine Kaffeemaschine neben seinem roten Knopf. Und als er einen Kaffee machen wollte, ist dann der Atomkrieg losgegangen. Tja, also manche Sachen gehen einfach schief. In der Zwischenzeit ist eigentlich schon eine ganze Menge passiert. Also ich bin zurückgekommen aus Departure. Natürlich voll beladen, habe erstmal alles einsortiert. Hab mir dann bei Dr. Jen, da hatte ich noch eine Aufgabe, die habe ich gelöst. Hab dafür erstmal eine wunderbare 5er Shotgun bekommen. Da bin ich schon sehr glücklich mit. Hab auch gleich prompt dann Punkt noch reingepackt, damit ich ein bisschen mehr Schaden mache. Und noch, was noch viel besser ist, Dr. Jen hatte so ein paar schöne Sachen im Angebot. Unter anderem eine Drohne. Ich habe eine Drohne. Hallo. Power up complete. Und sie ist aufgepowert. Leider ist es nur eine Zweier, das heißt, sie hat nur einen Slot. Aber Drohnen haben wirklich ganz wesentliche Vorteile. Und der größte Vorteil ist ein eigener Storage. Das heißt, sie kann für mich ein Lastentier sein. Ansonsten kann sie nicht allzu viel, außer mich vor herannahenden Zombies warnen. Meistens sieht man die auch schon selber, aber manchmal könnte es auch hilfreich sein. Ja, was ich nur noch gerne hätte, wäre hier mehr Platz. Und das kann man auch tatsächlich machen, denn es gibt Mods. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel über meinen, was ich schon herstellen kann, nach Mods suche, da findet man auch einige Mods für die Drohne. Und das ist hier zum Beispiel eine Headlamp. Das heißt, also wenn ich die damit ausstatte, dann kann sie mir heimleuchten. Oder sehr schön, ein Moral Booster. Also das ist ein Mod. Erstmal sieht er ganz niedlich aus mit dem Teddybären. Und der sorgt nebenbei dafür, immer wenn die Drohne in meiner Nähe ist, regeneriert sich meine Ausdauer um 25% schneller. Das ist eine schöne Sache. Und das Wichtigste, was ich eigentlich gebraucht hätte, da ist er, der Robotic Drone Cargo Mod. Und da ist halt noch ein Schloss vor. Das heißt, das Rezept kann ich leider noch nicht. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, dass die Drohne zusätzliche Rüstung bekommt. Aber Drohnen nehmen eigentlich eher selten Schaden, es sei denn, man ballert selber drauf, weil sie zwischen einem und einem Zombie stehen. Das kann mal passieren. Dann gibt es noch einen speziellen Medic-Mod. Wenn die Drohne zum Beispiel Verbandsmaterial in ihrem Inventar hat, kann sie mich so on the fly nebenbei heilen. Das könnte für den Anfang ganz hilfreich sein, wenn man das noch nicht so unter Kontrolle hat. Das Problem ist, sobald ein Zombie mich so ein bisschen ankratzt, kommt die sofort und heilt mich und verbraucht dann sehr viel Material. Und das will ich nicht unbedingt. Also
Der Cargo-Mod wäre mir eigentlich der liebste, da ich ihn aber noch nicht machen kann. Ich gehe mal runter. Habe ich mir dann den Moral Booster mal aufgesetzt. Ich glaube, der sollte fertig sein. Den habe ich in der Werkbank bestellt. Ah ja, da ist er. So, die Drohne hat manchmal so ein bisschen Schwierigkeit, mir zu folgen. Aber das ist gar nicht so das Problem. So, ich gehe mal... Ach nee, da muss ich sie erst in die Tasche stecken. Take. Where are you taking me? Das mag sie meistens nicht so und deswegen kriegt man manchmal so etwas schnippige Antworten, wenn man das macht. So, Modify. Robotic Drone Moral Booster. So, da wird meine Moral gehoben, wenn sie jetzt in der Nähe ist. Und jetzt will ich sie mal wieder platzieren. Hallo. Jetzt. Und jetzt kann sie mich angucken. Und sie wackelt sogar ein bisschen mit, mit ihrem Teddybärkopf. Ist auf jeden Fall schon ganz niedlich. Und immerhin, sie hat zwei Reihen oder zwei Reihen Slots für alles Mögliche. Für Loot vor allen Dingen natürlich. Und das ist das Allerschönste an der ganzen Sache. Und mit einem Cargo-Mod könnte ich halt dieses Inventar um eine Reihe erweitern. Wenn ich eine bessere Drohne hätte mit mehr Slots, könnte ich sogar mehrere Cargo-Slots gemeinsam reinstecken und jeder Cargo-Slot würde das Inventar um eine Reihe erweitern, sodass man richtig viel Inventar hat, was ständig einem hinterherfliegt. Ja, die Frage ist, was ich jetzt mache. Ich habe zwar einiges erledigt. Ich wollte auch noch was kochen, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr nötig. Essen habe ich noch genug auf der Tasche. Ach so, was ich vielleicht noch erzählen sollte. Ich habe etwas geskillt und die Punkte, die ich in dem die Shong Tower gesammelt habe, die habe ich erstmal in Fortitude gepackt. Habe hier auf Level 5 aufgelevelt und konnte dann Living of the Land ausmaxen. Und das heißt, für mich lohnt es sich jetzt auch aus dem, was ich ernte oben auf dem Dach, neues Saatgut herzustellen und das anzubauen. Ja, also ich bin jetzt absolut Selbstversorger, das ist schon mal ganz prima. Und ich glaube, ich hatte noch einen Punkt über und der ist dann in den Shotgun gegangen. Moment, nochmal. Wo haben wir den Boomstick? Und da hatte ich bisher 0 und da habe ich gesagt, Boomstick, da packe ich erstmal wenigstens einen Punkt rein, damit sich das mit der 5er Pump Shotgun hier auch lohnt. Ja, das ist also in das Wesentliche. Vielleicht noch, ich hatte ja so viel Munition. Ich habe ja jetzt eine zweite Munitionskiste gemacht. Ich hatte hier schon Munition ausgelagert, weil ich nicht wusste, wohin damit. Also habe ich jetzt hier nochmal eine schöne Munitionskiste gemacht und ich habe Munition ziemlich ohne Ende. Ach ja, was ich auch noch gemacht habe, ich habe hier auf eine andere Munition gewechselt. Ich verschieße jetzt Stahlbolzen und mache dann noch mehr Schaden als ohnehin schon. Tja, Schaden kann man nie genug machen. Okay, was ich jetzt vorhabe, ich fahre wieder zu Dr. Jen. Habe ich noch irgendwas zu verkaufen? Ich nehme mal ein bisschen Geld mit. Das wollte ich noch verkaufen. Okay. Und die Drohne wird mir folgen. Übrigens, manchmal ist sie etwas lahmarschig. Hier zum Beispiel. Jetzt kommt sie nicht durch die Tür. Irritiert mich aber nicht. Falls die Drohne einem nicht sofort folgt, haut einfach ab. Da ist sie schon. Sie beamt sich dann zu einem raus. Das ist auch ganz praktisch, falls die Drohne sich irgendwo mal verheddert hat oder sich festgebackt hat. Das kann durchaus passieren. Einfach weggehen, weit genug weg. Irgendwann teleportiert sie sich zu einem wieder hin und sie ist wieder frei. Oh, Nebel. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was für Aufgaben Dr. Jen noch für mich hat.
Was ich ganz gerne mal machen möchte, eine Nachtarbeit. Und ich meine, ein paar hätte sie gehabt, aber ich gucke lieber nochmal. So, ich wechsle mal gerade auf meinen Verhandlungsverstärker. Also hier meine schöne Susie, meine 44er Magnum. Und ich habe Gott sei Dank das Buch gelesen. Magnum Enforcer. Nummer 4. Bartering with a 44-Gun drawn gives you a 5% better deal. Das heißt, wenn ich mit einer gezogenen 44er zum Händler gehe, bekomme ich 5% bessere Preise. Beziehungsweise bekomme auch 5% mehr Geld. Ja, ja, jetzt ist gleich wieder da. Keine Panik. So. Meds, Drugs, Booze. Nö. Ja, wunderbar. Ich will erstmal dein Inventar sehen, um schnell mal hier die Sachen zu verkaufen. Wow, da gibt es schon wieder richtig Geld für. Das wollte ich auch noch loswerden. Und dann Restock Tag 76, 73. Also Restock hat sie... Nein, ich wollte eine Aufgabe. So, hier haben wir Restore Power Südosten. Nordwesten, zweimal Nordwesten, 2 Kilometer, das ist relativ weit weg. Und das sind Tier 4 Aufgaben, die sind schon etwas anspruchsvoller. Ich nehme mal die 2 Kilometer. Keine Ahnung, wo das jetzt ist, aber ich probiere einfach mal. I've got a bit of a problem. Can you help me out? Housing Development. Das sagt mir jetzt im Augenblick nichts. Aber ich akzeptiere einfach mal. Oh, this is a dangerous one. Try not to, get radiated. Na, ich hoffe ja nicht, aber ich bin ganz gut ausgestattet. Drohne, ich werde die Tür wieder zumachen. All systems go. How may I help? Manchmal stehen die Drohnen direkt vor der Tür. Und dann ist es schwierig, die Drohne nicht zu selektieren, sondern die Tür. Du kannst mir einfach mal folgen. Wie wär's denn damit? Übrigens... Über meinem Stamina-Button, Balken, also der blauen Fläche, unten links, da sind jetzt 2 Zahnräder und die zeigen mir an, dass ich momentan diesen Perk von diesem Moral-Booster habe. Und das heißt, ich kann besser kämpfen, solange die Drohne nicht zwischen mir und dem Zombie steht, was natürlich passieren kann. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo die Aufgabe wirklich ist. 2 Kilometer ist schon relativ weit weg. Also im Norden soll es auf jeden Fall sein. Oh, hier. Da war ich noch nicht. Das kommt mir natürlich gelegen. Auf jeden Fall ist es im Schneebiom, das heißt, ich sollte mich warm anziehen. Okay, erstmal nach Hause, warm anziehen. Aber ich habe auch noch Zeit, weil... Diese Aufgabe darf ich nur nachts erledigen und die Aufgabe besteht darin, A, Generatoren, also Strom wieder herzustellen und keine Ahnung, wie viele Generatoren zu reparieren und nebenbei aus dem POI natürlich alle Zombies zu entfernen. Das Wesentliche dabei, es darf nur nachts passieren. Das heißt, ich muss bis 22 Uhr warten, nachts in das POI reingehen, nachts die Generatoren reparieren und so viele Zombies wie möglich da Platz zu machen. Eigentlich alle, aber das muss ich nicht unbedingt nachts machen. Das heißt also, wenn es 4 Uhr wird und ich habe noch nicht alle Zombies erledigt, das ist nicht so schlimm, aber ich muss nachts auf jeden Fall alle Generatoren reparieren. Das ist wichtiger. Okay, was habe ich überhaupt an? Ja, das sieht noch nach Wüste aus. Oh, apropos. Das ist mein Vorteil. Ich benutze hier immer noch Stoffrüstung. Aber die lässt sich sehr schnell und sehr leicht reparieren. Ich habe hier kiloweise Stoff auf der Tasche. Repair, ein Stoff weg.
Repair ein Stoff weg. Also es ist super günstig und da lohnt es sich lieber öfter zu reparieren. Repair. Und ich habe auch meine Rüstung hier mit diesem Banded Armor Plate im Mut soweit verstärkt. Also hier, das ist immer plus 2, wird momentan nicht angezeigt. Normalerweise hätte diese Rüstung 7,3 Light Armor Rating. Mit diesem Mod sind es aber 9,3, wird momentan wieder mal nicht richtig angezeigt. Es ist aber da. Okay. So, jetzt gucke ich erstmal, was ich an warme Klamotten habe. 23,5, das ist schon mal gut. Den nehmen wir mal. Und ich nehme mir auch noch einen warmen Hoodie. 14, der ist, oh, der ist auch schön warm. Dann nehmen wir den Hoodie noch. Ich denke, das sollte reichen. So, T-Shirt aus. Da muss ich nur leider immer hier die Double Pocket Mods rausnehmen. Modify. Hier rein. Und wear. Das gleiche mache ich jetzt nochmal mit meinem Mantel. Der ist ja für die Wüste super klasse. Heat Resistance 22,3, aber Cold Resistance, das ist auch okay. Aber der Puffer Code hat eine Cold Resistance von 23 und dann ziehe ich lieber die warme Jacke an. So, auch wieder modifizieren. Ich glaube, ich sollte mir nochmal so ein paar Double Pocket Mods herstellen. Und Modify rein da. Wow. Wunderbar. Dann packen wir die Sachen hier mal wieder rein. Ich könnte jetzt mal kontrollieren. Character. Und hier gibt es ja auch die Kernstatistiken. Und ich meine, hier steht es. Health, Gesundheit ist super. Ja, ich könnte was essen. Water. Ich könnte auch was trinken. Hier steht aber momentan noch nichts. Es gibt hier noch die Extended Character Stats. Und da finde ich dann auch, wie warm ich angezogen bin. Ich habe momentan eine Cold Resistance von 60. Das ist schon sehr ordentlich. Heat Resistance ist auch immer noch ganz gut. Ich könnte das noch verstärken, indem ich eventuell Modifikationen nehme. Das ist Cooling Mesh, das ist für die Hitzeresistenz. Also ich brauche lieber was Warmes. Sowas hier, Skullcap Mod. Bringt nochmal 11,5. Was habe ich denn momentan auf dem Kopf? Da habe ich eher was, was mich kühlt. Modify. Den raus. Den rein. Ne, der hat eine Heat Resistance von 13. Und das war's. So, dann bin ich nochmal wärmer aufgestellt. Oh, er hat ihn gleich wieder aufgesetzt. Wunderbar. Jetzt könnte ich nochmal nachgucken. 68, okay. Also es hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Meine Hitzeresistenz ist dafür jetzt gesunken, aber ich sag mal so, da kann ich mit leben. So, Essen, Trinken. Dann trinke ich einmal hier die Yucca, dann habe ich den Slot frei. Use. Dann esse ich einmal das Hobo Stew. Use. So. Ansonsten, Essen und Trinken habe ich noch auf der Tasche. Munition. Oh, doppelt und dreifach sogar. Na, wer weiß. Die Aufgabe könnte ja ganz anspruchsvoll werden. Ich lasse mich mal überraschen. So, die Drohne folgt mir. Und ich nehme diesmal das Motorcycle. Ab geht's. So, Schneebiom, ich komme. I've got a bad feeling about this. Da haben wir übrigens gerade eine Warnung der Drohne gehört.
Sie hat den Crawler gesehen, aber wir auch. So, ich glaube, hier waren wir. Da bin ich schon mal gewesen. Ja, ich weiß, hier gibt es sehr, sehr viele Tiere. Und da muss ich am Bären vorbei. Heute ist Bärentag. Nein! Verfolgt er mich? Nö. Er hat schon wieder aufgegeben. Ist ein Bär. So, ich will mal gerade gucken, wo ich bin. Da muss ich hin. Oh, Airdrop. Das heißt, ich muss mich hier so ein bisschen links halten. Oh, hier sind tatsächlich noch einige Dinge, die ich nicht gesehen habe. Naja, dann kann die Rundreise durch Neverskenia wunderbar weitergehen. Noch ein Bären. Ja, Schneebiom halt. Hier ist die Polizeistation. Die war mal hier auf der anderen Seite. In der Alpha 20 ist hier scheinbar aber einiges dazugekommen. Hier ein Bekleidungsgeschäft. Savage Country. Appliance Morgan Crackerbook. Da muss ich aber leider nicht hin, ne? Da würde ich aber gerne hin. Ich habe ja noch Zeit. Ich muss ja sowieso Zeit totschlagen hier. Das nutzen wir mal aus. Was meinst du? Vielleicht können wir was lernen. Ich wechsle mal gerade die Waffe. Von draußen sehe ich keine Zombies. Hier konnte ich rein. Ich schleiche sicherheitshalber mal. Die Kassen sind leider schon geplündert. So wenig Zombies. Es ist zu ruhig. Ah. Ich wollte doch sagen, ein paar pennende Leseratten muss es hier doch geben. Flup. Oh, und da lässt sogar was fallen. Nett. Munition, Kaffee. Kaffee auch übrigens gut im Schneebiom. Gibt kurze Zeit, also 3 Minuten Cold Resistance plus 5. Also nicht schlecht. Papier. Papier. Jawohl. Sniper Volume 1. Weapons do 10% more damage when using a scope. Und meine Waffen haben, also zumindest hier meine Pistole und auch die Magnum und auch einige andere Waffen, wie zum Beispiel die Leather Action Rifle oder die Hunting Rifle sowieso, die haben alle ein Scope. Cool. Lesen. Lese es gleich nochmal, dann ist es weg. So, trotzdem wollte ich erstmal nach Zombies gucken. Was meinst du? Bisher hast du ja noch nichts gesagt. Ich habe die Zombies schneller gesehen als du, Edgy Badge. My senses have picked up something. Okay, diesmal warst du schneller. Lässt du das wohl? So ein Frechdachs. Du hast mich noch einmal gewarnt. Papier. Shepherd's Pie Rezept. Und wieder was, was ich noch nicht kenne. Use. Na, super geil. Das ist das zweit- oder dritt-, ich glaube, das drittbeste Rezept, was man kochen kann. Und dafür braucht man hauptsächlich das eingedoste Lamm und Erbsen. Für die guten Rezepte immer Erbsen, deswegen Erbsendosen sammeln, nicht essen, sammeln. Und verkochen dann natürlich. Papier, aber ich muss sagen, dieser kleine Ausflug hat sich schon sehr gelohnt. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja noch mehr Glück. Ja, vorne. Hauptsache, der Bär bleibt mir vom Leib.
Die Lumberjacks touren draußen rum. Die haben scheinbar kein Interesse an Literatur. Das ist alles nur altes Papier. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen freien Stapeln, die dann verschwinden, wenn man sie einmal aufnimmt, was Gutes ist, ist oder war eigentlich sehr gering. Mittlerweile soll sie etwas verbessert worden sein. Schon relativ lange. Ich muss sagen, ich merkte aber nicht viel von. Ups. Gerade noch gesehen. Papier, Papier, Papier. 13.58 Uhr. Ich habe es aber auch nicht mehr weit zu meinem Einsatzort. Papier. Papier. Also was auf den Tischen so rumliegt. Ah, untouched. Papier. Papier. Ja, das war's, ne? Ich glaube, das Papier bleibt hier. So, jetzt kann ich aber schon mal die Drohne benutzen. Storage. Ja, leider ohne Cargo-Mod. Aber egal. Dafür hebt sie mir meine Moral. Ist ja auch was Feines. Ich schon mal am Plündern, bin am Plünder ich richtig. Ja, empty. Ah, hier sind auch noch welche. Papier. Oh, und ein Kaninchen. Was macht das denn da am Tischbein? Ist am Tischbein festgebackt oder so. Meinst du das Kaninchen oder die da? Geh mal da außer... Damals. Geh mal außer Schusslinie. Mensch, sterb doch endlich. Und mach nicht so einen Krach. So, Schluss jetzt. Ach Mo, du bist das. Ich dachte, das wäre das Kaninchen. Uhu. Soll ich den Stuhl mal wegnehmen? Der Stuhl war dir im Wege. Oh. Ja, bleib da, da bist du sicher. Glaube ich jedenfalls. Sicher bin ich mir nicht. Haben wir denn noch irgendwas, was wir zumindest zu Geld machen können? Also bekannte Rezepte wie hier Baseballschläger. Das kann ich dann gut verkaufen. Na? Irgendjemand zu Hause? Nee. Dann gucke ich mal aufs Lager. Master, we are not alone. Ja, war mir schon irgendwie klar. Warte mal, irgendwie eine Waffe wollte ich mal wieder auf die Tasche legen. So. Da ist noch einer raus. Okay, ich mache jetzt ein bisschen Krach, aber... Hey! Das ist der Nachteil eines Scopes. Manchmal sieht man nur das, was man sehen will oder so. Ich brauche eine Axt. Eine Axt, bitte. Danke. Bevor die nächsten Besucher kommen,
Das Buch können wir schon. Lesen wir. Oh, haben wir sogar voll die Serie. Irgendwo war doch eben. Da drin. Ich dachte eben hier einen Zombie an der Seite langlaufen zu sehen, aber. My senses have picked up something. Den da? Na, wenn du meinst. So, ich kontrolliere erstmal hier die Kartons. Ja, Blei wollte ich schon sagen. Eisen nehmen wir gerne. Aber nur zerlegt. Hier haben wir schon wieder neuen Stoff. Stoff gibt es immer. Da scheint es was zu essen zu geben. Sham Chowder. Das ist übrigens einer der wenigen Rezepte, die ich noch nicht kann. Ich kann schon Spaghetti. Ich kann jetzt Shepherd's Pie. Ich kann Kürbiskuchen. Schneebiom halt, ne? Aber Sham Chowder kann ich leider nicht. Das ist relativ schnell zu machen und vor allen Dingen, es ist das beste Rezept oder das beste Essen, was man haben kann, wenn man heilen will, denn ein Sham Chowder bringt oder regeneriert die Gesundheit um 80. Und das ist das beste Rezept, also selbst das sonst beste Rezept Spaghetti, was also 122 Sättigungen hat. Komm her. Bist du da drüber geklettert? Könnte sein. Auf jeden Fall selbst Spaghetti, was also 122... Ja, danke, ich weiß. Hat sie doch erledigt, oder? Ich fange nochmal von vorne an. So, das beste Rezept Spaghetti, Sättigung 122, das reicht für den ganzen Tag. Aber Gesundheit, Wiederherstellung nur 60. Deswegen Sham Chowder. Wenn die Horde kommt, wenn ihr einen gefährlichen Auftrag übernehmt, nehmt Sham Chowder mit. Es könnte euch den Hals retten. Der bleibt liegen und ich habe sogar gelevelt. Hey. Na? Oh, kein Zombie. Aber irgendwo kloppt noch jemand rum. 16:26 Uhr, noch habe ich Zeit. Ein bisschen dameln darf ich. Da ist er dran. Der Tom. Tschüss, Tom. Oh, und mir wird's kalt, obwohl ich mich umgezogen habe. Nochmal Bücher. Nochmal Papier. I've got a bad feeling about this. Ah, hier geht's hin. Gibt's auch noch einen alten Sack. Oh. Leather Duster, den kann ich aber gut verkaufen. Ey! Oh, diese. Warte mal. Und jetzt ausgerechnet fällt er auch noch dahin, wo ich hin will. Na toll. Jetzt reicht's mir. Ein in den Rücken, ein in die Schulter. Kommt hier sonst kein Zombie? Hätte ich jetzt erwartet. Da liegen sie. Nachladen. Ah, vielleicht sollte ich hier ein radioaktiver Zombie. Da nehmen wir jetzt mal unsere etwas gepimpte. Etwas ist gut. Ach, das Schneebiom. Wenn das jetzt die Alpha 21 wäre, könnte ich hier jetzt durchschießen. Leider ist sie es nicht. Nein, ich wollte meinen Pfeil wieder haben. Gib mir meinen Pfeil wieder. Oh.
Die werden davon aber nicht wahr. Ich weiß. I'm prepared. Und noch einen drauf. Und noch einen. Zack. Ey, wie viel denn noch? Jetzt kommen denn natürlich die Drohne schon voll von zustatten, weil sie meine Stamina schneller wieder... Ich habe gesagt, du sollst meine Stamina schneller wieder auffüllen. 61, 66 brauchen Kaffee. So. Oh, eine überzählige First Aid Bandage, die kann ich natürlich auch ausnutzen. Buchkiste, her damit. Jawohl, sehr schön. Gammelfleisch brauchen wir nicht mehr. Habe ich zu Hause genug. Das ist gut. Ah, ich glaube, Blei brauche ich auch. Yucca-Samen, sehr gut. Auch. Nochmal gute Rezepte. Nochmal, naja, halbwegs gute Medikamente. Das crap ich mal gleich. Ich glaube, ich brauche dich gleich schon wieder. So, erstmal die ganzen Rezepte, die und Bauanleitungen, die kommen da auf die Tasche. Das kann auch auf die Tasche. Das auch. Und das kann auch weg. So, dann ist sie schon fast wieder voll. Das geht so schnell. Hatten wir das nicht eben schon? Das ist übrigens ein Rezept, was noch nicht so teuer ist, sehe ich gerade. Aber da es stackt, dann lohnt es sich schon. So, die muss ich knacken. Knack, knack, knack. Mal gucken, ob ich Glück mit dem Dietrich habe. Finger schön ruhig halten. Komm, komm. Ja! Wunderbar. Das lief doch perfekt und ich sogar reichlich Lockpicks. First Aid Bandage Rezept. Und ich hatte eins vergessen. Ich hatte bei Trader Jen meinen Stack First Aid Kits verkauft, weil ich das Geld brauchte. Ich bin jung und brauche das Geld. Und habe vergessen, von zu Hause mir einen neuen Stack einzustecken. Jetzt bin ich wieder ausgestattet. So, was? Das kann ich dir auf jeden Fall noch geben. Ja, eine ganze Reihe. Können wir alle verkaufen. Und hier kann ich noch Armor ein bisschen teurer machen. Und den Rest habe ich jetzt auf der Tasche. Empty, empty. Hier haben sie aufgemacht. Gibt es ja keinen Knopf oder keinen Schlüssel. Halt! Kein Buch übersehen. Und hier sogar ein Rezept, was ich noch nicht kenne. Stahlrüstung. Werde ich mir nicht herstellen, definitiv nicht. Aber was wir wissen, wissen wir, oder? Ja. Mist, und jetzt wird das schon wieder schwierig. Was könnte denn stacken? Die Munition. Nehmen wir die lieber mit. Ach so, halt. Okay. Blockt. Ah, hier haben sie sich durchgekloppt. Aber eigentlich müsste man doch irgendwo ein Knöpfchen drücken. Oder ein... Ja, wahrscheinlich, weil die Tür hier schon auf ist. Könnte sein. Oh,
Auch nicht schlecht. Gut, dass ich noch einen Kofferraum in meinem Bike habe. Den baue ich erstmal ab, sonst muss ich noch wieder einen Wolf töten. My senses have picked up something. Ach, ehrlich? My senses have picked up. So, 19 Uhr. Eigentlich habe ich noch Zeit. Aber ich glaube, jetzt werde ich es einfach mal spannend werden lassen, bevor ich zur eigentlichen Nachtaufgabe übergehe. Sage ich bei euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann mache ich eine Nachtschicht. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Tschüss.